Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu einem neuen Wochenorakel für die kommende Woche. Wir schauen wie immer von Montag bis Sonntag und zwar schauen wir diese Woche vom 16.08. bis zum 22.08.2021. Wir schauen uns die Kollektivenergien zu Liebe, Beruf, Finanzen an, Behördengeldern, Selbstständigkeit, aber natürlich auch Angestelltenverhältnis, alles, was so die Karten uns verraten möchten, das werde ich euch auch versuchen, hier auch zu deuten. Trotzdem, ihr wisst es, ihr Lieben, es ist ein Kollektivorakel, es kann passen für die kommende Woche, muss aber nicht, weil es kann auch sein, dass sich bei euch das einfach auf eine nächste Woche verschiebt oder das Thema, das Prio-Thema ist einfach noch nicht präsent bei euch, das ist vielleicht in eurem Kopf mal gewesen, aber es hat einfach jetzt keine große Bedeutung. Dann wird es vielleicht irgendwann andermal halt hochkommen und dann vielleicht könnt ihr euch dann nochmal erinnern daran, dass es ja ein Hinweis gewesen ist in dem Wochenorakel von, keine Ahnung, von ein paar Wochen vor. Da schaut einfach. Ansonsten, wenn wir ganz speziell auf eure jetzige Situation schauen wollen, dann ist es ganz wichtig, dass ihr mich kontaktiert. Unter dem Video in den Shownotes findet ihr meine E-Mail-Adresse, aber auch in den Kanalinfos. Und dann schauen wir ganz persönlich eure 36 Karten an hier im Lennemont. Aber natürlich auch noch mit anderen Kartendecks. Ich arbeite da immer sehr, ja, was heißt übergreifend. Ne? Aber ich schaue mir natürlich das große Blatt an, aber ich ziehe immer wieder noch andere Karten, um euch da auch noch mal ein bisschen mehr das Sicherheitsgefühl zu geben, dass es in die Richtung geht oder in die andere Richtung. Dafür freue ich mich also wirklich, wenn ihr mich kontaktiert. Jetzt begrüße ich natürlich meine lieben Wochenorakel-Abonnenten. Nein, ich weiß ja, dass viele von euch ja vieles schauen und da bin ich auch total dankbar und glücklich drüber, kann ich gar nicht oft genug sagen, aber ich denke, das wisst ihr auch, wir sind so eine liebevolle Community und viel Wertschätzung und ja, es freut mich immer mehr, weil auch viele in meine Beratungen kommen und immer wieder auch, nicht nur einmal, zweimal, sondern doch öfter und ja, dazu fühlt euch animiert, wer heute auch neu dabei ist, ne, seid auf jeden Fall gegrüßt. Und ja, schaut einfach mal in der Playlist nach, da gibt es ganz verschiedene unterschiedliche, ja, super Wort, super zwei Wörter von mir, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, verschiedene Orakel, ich denke, irgendwas Passendes ist auch für euch dabei, die Tagesbotschaften eben sind immer sehr tiefsinnig, aber auch die Spezialorakel, ne? Also schaut da einfach nach, Montag, Mittwoch und Freitags morgens um 4 kommen die Tagesbotschaften, samstags um 12 wie jetzt das Wochenorakel. Und dienstags um 17 Uhr kommt ein Spezialorakel. Und wenn es euch bei mir hier und bei uns in der Community gefallen hat, freue ich mich über ein kostenloses Abo, das ihr hinterlassen dürft. Das wäre mega. Und natürlich nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst ihr auch keine Videos mehr. Und an euch alle, das wisst ihr auch, und ich kann es nicht immer oft genug sagen, es wäre super schön, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr dem Video dann einen Daumen nach oben gebt. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir mal, weil sonst quassel ich mich hier noch in Anführungsstrichen. Ich will das Wort jetzt nicht sagen, aber ihr wisst, was ich meine. So, wir schauen aber auf die Energien für die kommende Woche vom 16.08. bis zum 22.08.2021. Liebe Karten sagt uns zu Liebe, Beruf, Partnerschaften natürlich auch, gehört alles dazu. Und zu Finanzen und wie es uns so geht und zur Selbstständigkeit oder halt auch zu Behördengelder. Was ist wichtig für die kommende Woche? Was dürfen wir wissen? Was dürfen wir annehmen? Wo dürfen wir uns drauf einstellen? Vielleicht auch ein Thema mal vorzuziehen, auch ganz wichtig. Ne? Vielleicht, wenn ein großes Thema hier präsent ist und ihr habt es eigentlich geschoben, dann solltet ihr vielleicht das auch auf die nächste Woche dann auch schieben, wenn es sich zeigen möchte. Ich mische. Ich mache dann gleich die ersten drei Stapel und wir schauen uns an, was die ersten Energien uns sagen möchten. Da haben wir die Nachrichtenkarte, da haben wir das Kleeblatt und da haben wir den Anker. Also derzeit geht es wirklich ganz, ganz tief um Verankerungen. Ne? Und Verankerungen, das kann häuslich gesehen sein, es kann partnerschaftlich gesehen sein, es kann mit Familienmitgliedern sein, mit Freunden, also da, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich verwurzeln kann. Ne? Es kann auch ein Haus sein, eine Wohnung sein, kann natürlich auch ein Job sein. Ne? Und das ist zum Beispiel etwas auch beim Job, kann im Angestelltenverhältnis sein, kann aber auch in der Selbstständigkeit sein, dass ich das wirklich... Ja, dass ich mich da super wiedergefunden habe und das auch absolut möchte und mit meinem Job mega verankert bin auch. Ne? Und hier kommen Nachrichten, ne, die wirklich euer Alltagsglück, was wirklich diese Verankerung betrifft, zu welchem Thema bei euch auch immer, wirklich euch erfreuen würden. Die Nachrichtenkarte, wer mein Orakel schon öfter geguckt hat,
Wer weiß, die Nachrichtenkarte können Nachrichten sein, telefonisch, per WhatsApp, kann aber auch ein Gespräch sein, ein Termin sein. Ne? Aber auf jeden Fall in Kombination hier mit dem Alltagsglück, das Alltagsglück, das Kleeblatt ist immer für mich das Wachstumsglück. Das ist viel, viel wertvoller aus meiner Sicht gesehen oder wie ich es empfinde, als jetzt das große, einmalige Glück. Ne? Hier ist es wirklich so, dass wir darauf aufbauen können. Ne? Wir haben genug Geld zum Leben. Und wir können darauf aufbauen, ne? Also sprich, wir kommen da wirklich auch weiter. Und deswegen sollte man auch das Alltags-, das Wachstumsglück auch wirklich hegen und pflegen in jeglicher Hinsicht, ne? Und dann ist es auch hier, unsere Stabilität kommt auch wieder. Es ist der Anker ist zum Beispiel auch etwas, wir mit uns selber, ne? Wenn wir nicht mit uns im Reinen sind, dann geht es uns auch nicht gut. Und vielleicht können Gespräche auch in dieser Woche einfach über den Alltag, also sprich Alltagsgespräche, gar nicht unbedingt ganz fest geplante Gespräche, können euch noch mal mehr bestätigen, dass ihr da richtig seid, wo ihr gerade seid, ne? Womit oder mit wem ihr da auch in Anführungsstrichen auch verwurzelt seid, dass das alles wirklich super ist, ne? Und dass ihr wirklich darauf aufbauen könnt. Und deswegen wertschätzt das auf jeden Fall auch, ne? Das ist auch ganz wichtig immer, ne? Das kleine Glück auch wertschätzen, damit es auch wachsen kann, hegen und pflegen. So, dann würde ich sagen, lege ich jetzt mal die Karten hier aus und dann schauen wir uns das große Blatt hier an. Ich sage es euch jetzt direkt, also auch liebe Herren, wir sind alle hier die Dame im Kartenbild, ne? Das ist ganz wichtig für euch auch zu wissen. So, jetzt mal so bis 9 zählen, eine vergesse ich immer. So, wir sind alle hier die Fragestellerin im Kartenblatt. Egal ob Mann oder Frau, die 29 sind wir und der Mann, die 28, das ist der Herzmensch, Herzmenschen, münzt es auf das Geschlecht um, wie es euch auch am besten passt, weil es ist ein allgemeines, ein Kollektivorakel. Da muss man natürlich immer ein bisschen umswitchen auch, ne? Wenn ich für euch, liebe Herren, die Karten lege, dann seid ihr natürlich der Herr im Kartenblatt. Und die Dame ist dann entweder ein Mann oder eine Frau, so wie ihr es euch wünscht. So, hier ist der Herr, der Herzmensch liegt auch in seinem Hause oder in ihrem Hause, je nachdem. So, hat also Wichtigkeit auch nochmal. Was mir sofort auffällt, und ihr wisst, ich mache das immer so ganz intuitiv, wir liegen hier auf der Transformation. Schicksalhaft, ne? Wir haben ein Ende schon. Entschuldigt bitte, ihr Lieben, es hat jetzt gerade geklingelt und ich musste mal kurz aufmachen. Jetzt war ich gerade so in meinem Fluss. Ich hoffe, ihr hört mich, weil ich musste mal gerade das Mikro auch wegtun. Aber es geht jetzt natürlich weiter. Jetzt muss ich mal gerade schauen, was ich überhaupt gesagt habe. Ich habe gesagt, genau, hier, wir liegen auf der Transformation. Wir haben das Schicksal hier vor uns mit der Verankerung, ne? Verankerung zu welchem Thema auch immer, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Und wir haben vor allen Dingen den Sarg, das Ende von etwas, ne? Was im Endeffekt vielleicht, ja, im ersten Moment vielleicht auch Kummer bereitet hat. Das haben wir hinter uns und es liegt im Endeffekt auf den Blumen, auf dem Schönen. Also da, wo es uns oder alles, was uns halt auch erfreut, ne? Das heißt wirklich, dass diese Transformation. Und das ist gar nicht unbedingt jetzt, muss nicht unbedingt ein großes Ende von irgendwas gewesen sein. Es kann auch eine eigene Entscheidung von euch gewesen sein, ne? Die vielleicht euch auch ein bisschen hier, ich sage mal, doch angepiekst hat und euch wirklich auch im ersten Moment vielleicht wirklich Blockaden bereitet hat. Aber diese Nachrichten, die bringen im Endeffekt hier wieder, ich sage jetzt mal wirklich eure Stärke zurück, ne? Mit dem Glück hier auch. Also das heißt für mich, dass wirklich
diese Woche ganz doll geprägt ist von uns, also sprich, wie wir uns auch letztendlich entwickeln. Ne? Wir wollen vielleicht auch etwas anders gestalten, wir wollen vielleicht andere Wege gehen und manchmal ist es auch so, dass man auch mal, wenn man andere Wege zwar gehen möchte und sich da auch im Veränderungsprozess befindet, trotzdem sehr im Rückzug ist, weil man das Risiko vielleicht doch nicht eingehen möchte. Ne? Aber, und deswegen dann lieber erstmal in Kauf nimmt, obwohl man es von ganzem Herzen her möchte, erstmal diese Umwege zu gehen. Ne? Und das sehe ich hier ganz klar, weil wir haben im Hause der Komplikationen, der Umwege, haben wir nun mal das Schicksal. Ne? Und das Schicksal möchte aber jetzt, dass du dazu stehst, dass du in deiner Transformation das annimmst, dass diese Veränderung, diese Transformation in dir auch jetzt wirklich starten darf. Ne? Komplikationen oder Zweifel und alles, die dürfen jetzt wirklich rausgehen. Ne? Die dürfen im Endeffekt hier für euch die neue Tür öffnen. Es darf da Klarheit reinkommen. Ne? Und wir haben auch wirklich die Sonne hier auf dem Buch. Das heißt wirklich, dass es ist vielleicht in eurem Kopf ganz groß etwas in der Mache, wo dieser Veränderungsprozess, diese Transformation stattfinden möchte. Aber ihr traut euch noch nicht so richtig. Ne? Und trotzdem, ihr seid so, als wenn ihr so ein bisschen stagniert. Ne? Also ich sehe das auch so ein bisschen als Stagnation an. Ihr wollt, aber könnt irgendwie nicht. Ihr seid wirklich so ein bisschen noch in dieser Gefangenheit, dass ihr eigentlich total blockiert seid und wirklich angeknackst seid und es euch auch gar nicht gut geht und ihr wirklich wieder da raus möchtet, aber noch nicht so den, ich sag jetzt mal, bis dato noch nicht so diesen Schritt gehen konntet. Ne? Aus welchen Gründen auch immer. Aber diese Woche sagt ganz klar, bitte machen. Ne? Es möchte hier in Bewegung kommen. Das Schiff ist schon auf dem Reiter, also sprich die Aktivitäten, die positiven Nachrichten, auch für uns. Ne? Also sprich positive Nachrichten ist ja auch für uns in unserer Transformation, wenn wir Impulse bekommen, ne? Wenn wir einfach wieder positiv denken. Weil das bringt uns dann unsere Stabilität und das plötzlicher, wenn wir wirklich da in die Aktivität nach vorne gehen, schneller als wir denken mit dem Schönen. Ne? Tauscht euch aus, vielleicht habt ihr mit einem Freund hier gute Gespräche, ne, die euch nochmal stärken, die euch Wachstum hier generieren, die euch wieder zu eurem Herzen auch mehr bringen, ne, die euch diese Zweifel auch rausbringen, gerade so in Herzangelegenheiten. Und ihr wisst, ich schaue mal intuitiv, aber ich habe dieses, oder womit ich anfange, aber ich habe hier ganz oft das Herz halt, was mir jetzt die ganze Zeit in die Augen fällt. Also wir gucken hier schicksalhaft wirklich in diesen Stress halt rein, was die Liebe betrifft. Und es kann auch gut sein, dass hier wirklich erstmal so Trennungen da sind oder auch da waren, ne, wo man jetzt aber vielleicht nochmal drüber spricht, vielleicht andere Wege eingeht. Und das können natürlich hier Verbindungen in Herz mit Herzmenschen sein. Es muss nicht immer die partnerschaftliche Liebe sein. Ne? Aber vielleicht war da etwas, was uns verletzt hat. Ne? Es muss gar nicht eine klassische Trennung sein. Aber wir wollen das halt mit dieser Person und das ist egal, ob wir die jetzt wirklich an unserer Seite partnerschaftlich haben oder ein Familienmitglied oder ein Freund, ne, wo uns wirklich Kummer bereitet wurde, das möchte jetzt in Bewegung gehen, es möchte rausgehen, definitiv und das plötzlich durch diese Nachrichten, die auch kommen. Es kann auch sein, dass sich jemand auch entschuldigen möchte und wir hatten es letzte Woche schon, das führt sich auch sofort, finde ich auch ganz interessant, kann ich mich noch daran erinnern, dass es möchte wieder jemand in euer Leben kommen, der mal auch sehr wichtig war. Und vielleicht schaut ihr da nochmal hin, ne, ob diese Zweifel wirklich berechtigt sind. Weil letztendlich, ne, würdet ihr, wenn ihr es vielleicht wieder annehmen könnt, ne, das müsst ihr entscheiden und ihr müsst auch wissen, ob da irgendwas vorgefallen ist oder. Wie gesagt, ich spreche jetzt von Herzmenschen, aber ich spreche auch mit sehr, eng stehenden Personen, also sprich sehr, wie heißt das jetzt, also sprich Personen, die uns sehr nahe sind, ne? So sozusagen, egal ob Familie, es können auch Arbeitskollegen sein, es können Freunde sein, da schaut hin, ne? Das ist halt wichtig, dass, dass ihr da nicht, ich sage jetzt mal, im Kreis läuft, ne? Dass ihr euch versperrt, obwohl ihr irgendwas möchtet, das ist ja das, was ich hier auch sagte mit dieser Transformation auch ganz wichtig, das möchte in Bewegung kommen und da, wo vielleicht auch ein Ende war in Bezug auf Verankerung und jetzt haben wir hier den Herzmenschen, ne? Gerade auch, deswegen kann es natürlich auch so sein, möchte hier wieder wirklich Bewegung da kommen und es ist wichtig, da ganz bewusst hinzuschauen, sich nicht nur einzuigeln, abzukapseln, sondern abzuwägen,
was jetzt für mich genau richtig ist. Ne? Weil das ist etwas, was uns dann auch weiterbringen kann. Ne? Und das ist gerade so, wir haben im Haus des Buches vielleicht jetzt auch, vielleicht könnt ihr daran gar nicht, auch nicht dran glauben. Also wir befinden uns in einem Prozess, in dieser Transformation, dass wirklich das auch, ja, ich sage jetzt mal in der lieben Liebe vielleicht auch in der Verankerung, dass es jetzt wirklich da auch was Schönes auf euch zukommen kann. Ne? Sei es mit dieser Person, die ihr schon kennt, oder natürlich auch eine ganz neue Person, ne, die im Endeffekt euch da auch rausholen möchte. Also in welcher Situation ihr auch immer steckt. Ne? Also es ist so, ich sehe es ja jetzt hier von den Eckkarten her, dass ihr diese Verankerung zu jemanden, auch wenn ihr, wie gesagt, jemand Neues kennenlernen wollt, wichtig auch für euch sein kann, für eure Zukunft. Ne? Und da schaut dann dreimal hin. Der eine oder andere sagt, ich möchte keine Partnerschaft mehr leben. Dann kann das auch einfach ein Herzmenschen sein, ein Wegbegleiter, Wegbegleiterin. Ne? Schaut einfach da, was euch am besten gut tut. In der Mitte haben wir das Herz mit dem Haus, die Blockaden und den Schlüssel. Das ist auch hier so. Es möchte diese Stabilität, gerade was so Herzenswärme reinkommt. Aber ihr seid echt noch hier so blockiert. Aber, und ich sage euch, das gehört auch zu diesem ganzen Transformationsprozess. Die Mäuse knabbern den Berg schon weg. Ne? Also alles, was euch so hindert im Außen, vielleicht hört ihr auch einfach zu viel oder hört auf andere einfach auch zu viel. Ne? Da schaut mehr mal in euch hinein, ne? was letztendlich euer Innerstes auch zu den Personen, zu den Situationen sagen möchte. Ne? Es möchte auf jeden Fall raus. Also der Fuchs guckt ja auch in den Berg rein. Es ist eigentlich falsch. Ne? Diese Stabilität, Wachstum möchte auf jeden Fall hier auch jetzt zu euch kommen. Ne? Aber dafür müsst ihr euren Prozess, was ich vorhin schon sagte, ich habe so das Gefühl, dass diese Woche einfach so, ihr habt wirklich eure Vorstellung, ihr wollt auch, ne, aber irgendwas hindert euch, aus welchem Grund auch immer, endlich mal wirklich das anzunehmen, dass das Leben auch leichter werden kann. Ne? Und ich finde das ganz wichtig, wenn man einfach die Signale auch bekommt, dass man manchmal wirklich so verstrickt ist, manchmal ist man auch engstirnig. Ne? Und ich sehe ja, ihr seid ja hier angepiekst, aber das möchte jetzt raus. Und ihr bekommt Impulse aus dem Außen, Nachrichten oder Gespräche mit wem auch immer. Und dann findet ihr auch wieder zu eurem Alltagsglück zurück. Ne? Da seid ihr auch wieder dann in eurer Kraft. Und neue Entscheidungen dürfen dann auch kommen. Ne? Also sprich Wachstum, diese schicksalhaft, diese ganzen Umwege werden hier wirklich, was Verankerung betrifft, und das kann beruflich gesehen sein, es kann aber auch mit Personen sein oder Herzmenschen, das darf jetzt wirklich rausgehen, jetzt im Sommer. Wie gesagt, wir sind im Sommer, wir haben die höchste Glückskarte da dran. Und auf der anderen Seite, die sich jetzt bewerben wollen oder sich am Bewerben sind oder sich wirklich selbstständig machen, ne? Hier ist auch etwas, was noch, ich sage jetzt mal, noch nicht so spruchreif ist, aber auch euch in eure Kraft, in eure Stabilität auch bringt. Die Gelder sind auf den Geldern, da kommen Veränderungen, ne? Mit der Sicherheit und vielleicht bekommt ihr vertraglich auch durch irgendetwas nochmal Gelder. Vielleicht ist es auch, keine Ahnung, durch Verträge, die ihr im Außen mit wem auch immer gemacht habt. Ne? Oder so kommt Geld zu euch, was wirklich vertraglich hier irgendwo feststeht. Vom Notar oder vom Finanzamt. Das kann immer auch sein. Ich meine, da haben wir auch unsere Verträge letztendlich. Egal ob Angestelltenverhältnis oder Selbstständigen, ne, wenn man die Steuererklärung macht. Auf jeden Fall kommen hier Gespräche auch mit Unternehmen für Neuanfänge, Alltagsglück, ne, aus dem Außen mit der Treue. Vielleicht auch wirklich kriegt ihr einen Impuls auch aus dem Außen von jemandem, bewirbt euch da oder schaut mal hin. Dann können die Blockaden hier auch rausgehen. Ne? Also das kann die Balance im Sommer und eure Kraft kann wieder kommen, euer Wachstum hier und alles, was so wirklich jetzt so die Wunscherfüllung, also das ist ja das, was ich so meinte vorhin, diese Transformation ist so wichtig jetzt für euch und diese ganzen Wünsche und ihr habt ganz viel bewusst in eurem Kopf, aber irgendwie, ne, fehlt noch dieser eine Schritt und diese Woche könnt ihr vieles schon mal sozusagen anleiern, ne, noch wirklich anschauen, damit die Wunscherfüllung dann auch kommen kann. Ne? Und das ist auch wichtig, dass ihr eure Wünsche lebt, weil das ist letztendlich das, was euch in eure Stabilität, in eure Mitte dann auch reinbringt. Ne? Und euch auch zu euch in eurer Verbindung und auch vertraglich gesehen. Ne? Wir haben hier wirklich die Harmonie, die Balancekarte auch wirklich hier auf dem Vertrag stehen. Also sprich, es kann auch sein, dass ihr
ganz bewusst wisst, dass ihr jetzt euch bewerben wollt, dass ihr Selbstständigkeit wollt oder dass irgendwas zu machen ist, auch noch bei Behörden, aber irgendwas lässt euch gerade noch so ein bisschen stagnieren, zweifeln. Ne? Kann auch sein, dass wirklich da so Glaubenssätze halt auch mit eine Rolle spielen. Das ist ja auch etwas, was in uns auch drin ist, was uns wirklich auch hindert. Das sollte auf jeden Fall jetzt angesehen werden und möchte raus. Ne? Und kommt auch diese Woche, wir kommen einen Schritt näher. Wir spiegeln uns hier auch mit dem Hund, also sprich, dass wir da wirklich auch wieder in den Glauben, Vertrauen reinkommen. Hier kann wirklich das ein Ende nehmen, hier, dass wir so stagnieren, dass wir nicht weiterkommen. Die Entscheidungen kommen dafür, dass wir hier wirklich das nicht mehr leben wollen. Ne? Vielleicht ist es auch hier, ich sage mal, die Schlange kann natürlich, weil es diese Woche sehr stark um uns geht, um unsere Erfüllung, dass es auch noch diese Mutterthemen sind oder Vaterthemen. Es spiegeln die Schlange spiegelt das in einem Kollektivorakel natürlich auch beide Geschlechter, auch ne, Vater und Mutter. Dass wir da irgendwie so verstrickt sind, so verankert sind, dass wir dadurch einfach auch nicht weiterkommen und wir dadurch auch nicht eine neue Tür öffnen können. Und das ist falsch. Ne? Wir sollen uns nicht blockieren. Diese Woche geht es wirklich darum, einen Schritt nach dem anderen nach vorne machen. Natürlich auch alles abzuwägen, das sage ich euch immer wieder. Aber letztendlich rösseln wir uns schon mit der Harmonie, mit der Balance, ne? Und mit der Wunscherfüllung und mit der Kraft hier auch wieder, die zu uns kommen möchte. Und das ist auch etwas, so der Bär ist im Endeffekt ja auch unsere persönliche Kraft, unsere persönliche Energie, auch mit der Sonne hier, die hier vielleicht wirklich durch vergangene Themen oder durch Kindheitsthemen, durch Glaubenssätze einfach uns so einsperren und nicht uns, ja, ich sag mal, so nach vorne kommen lassen, wie wir es gerne möchten. Wir finden uns ja hier auch in der Isolation, aber der Neubeginn schon da, schon auf Seelenebene, mit Sicherheit, ne, Veränderungen kommen. Und aber natürlich tun, machen und tun, das müssen wir selber. Und wenn wir das nicht machen, dann können wir auch nicht vorwärts gehen. Und wir wollen ja hier in unsere Herzensliebe auch wieder reinkommen. Und wir wollen diese Blockaden rausgehen lassen. Und die werden ja auch rausgehen, ne? Die liegen ja schon auf den Mäusen. Aber das ist wichtig, dass wir da einen Schritt auch im Außen gehen, damit wir auch diesen Neuanfang annehmen können. Und Neuanfang ist hier mit der Liebe und Verbindung auch gesehen. Und das kann natürlich jetzt partnerschaftlich sein, es kann aber auch vertragsmäßig sein. Ne? Verträge jeglicher Art, ob mit Kundenverträgen, Behördenverträge. Wichtig ist aber, proaktiv zu handeln. Und diesen Transformationsprozess, der diese Woche wirklich im vollen Gange ist, ne? Und Altes hier wirklich, was nicht mehr zu uns gehört, auch gehen lassen möchte, weil wir zu uns wieder finden möchten. Wir sagen definitiv, wir wollen jetzt nicht mehr so leben wie vorher. Wir wollen das Schöne jetzt definitiv. Ne? Wir wollen das, was uns auch in Anführungsstrichen zusteht. Ne? Wir wollen wieder ankommen. Aber dazu, ich sage ja, es ist alles schon bewusst bei euch da. Es ist alles schon. Ne? Es ist nicht so, dass es alles im Unterbewusstsein bei euch ist. Es ist schon da. Es muss aber auch gelebt werden und ihr müsst dafür auch wirklich auch aus dieser Isolation raus. Und ansonsten sprecht da mit Menschen drüber, die euch gut gesonnen sind, ne? Weil dann kommt ihr zu eurer Freude. Und manchmal muss man auch, was ich vorhin auch sagte, auch wenn es vielleicht auch noch Elternthemen sind, ne? Oder wie auch immer, die uns einfach da, die uns zwar bewusst sind, aber trotzdem uns nicht so machen sollen, aus welchen Gründen und Glaubenssätzen auch immer, da ist es vielleicht auch nochmal wichtig, Gespräche vielleicht zu führen, ne? Vielleicht kann man auch mit den bestimmten Personen Gespräche führen oder halt wirklich, alles, wie ich auch schon öfter euch sage, mal runterschreiben, einen Brief schreiben sozusagen, ne? Dass man alles von der Seele sich mal, ja, ich meine, manchmal kann man mit den Menschen, die betroffen sind, einfach auch nicht so Klartext reden. Und da ist es wichtig, dann einen lieben Brief zu schreiben, dass man diese Sorgen oder diese Themen einfach auch wirklich dann ja nachher auch mal wirklich wegfließen lassen kann. Sprich, nachher dann auch entweder verbrennt oder in einen Fluss, See etc. ne, wegfließen lässt, damit der Neuanfang auch kommen kann. Und diese große Transformation, die ist hier mega. Ne? Also es ist wirklich so, dass es vieles euch hindert, sehe ich auch vom Kartenbild her, was gar nicht so sein müsste, wenn ihr losgeht, wenn ihr wirklich auch mal mutig seid oder vielleicht ist es auch wichtig auch von den Personen, die einem auch nicht gut tun, wirklich zu trennen. Und das, wer auch immer diese Person oder diese eine Person ist, denkt mal diese Woche danach, weil sie blockiert euren Veränderungsprozess, euren Weg nach vorne. Und
Hier ist so viel Potenzial drin, dass das auch in Ordnung ist, wenn man sich manchmal auch von, vielleicht auch von Herzmenschen, und das muss nicht, nicht der partnerschaftliche Mensch sein, sich auch trennt oder mal realistisch sagt, okay, es passt einfach nicht mehr, und dann geht man halt ja getrennte Wege. Das ist im Leben nun mal so. Man entwickelt sich weiter, aber man bekommt ganz viel, ne? Man bekommt auch neue Freunde, man bekommt auch neue Herzmenschen, ne? Kurz nochmal hier auch zum Herzmensch. Der Herzmensch liegt ja in seiner Position auch. Da können Gespräche stattfinden, ne? Es können auch Aktivitäten von der Seite kommen. Es kann auch sein, dass er oder sie euch besucht, wenn jemand da ist, ne? Oder dass das halt auch dieser Transformationsprozess ist, wenn niemand da ist, dass das auch eine Wichtigkeit annimmt. Dass ihr im Außen auch immer wieder spricht mit potenziellen Partner, Partnerinnen, ne? Dass ihr Aktivitäten macht, dass ihr vielleicht wirklich auf eine Reise auch geht. Oder wirklich das Schiff ist ja einmal für die Reise, aber es ist auch für die Bewegung einfach, dass ihr auch dahingehend euch transformiert und jetzt mal wirklich sagt, nee, ich möchte nicht alleine bleiben, ich gehe jetzt mal raus, ne? Ich möchte nicht immer diese Blockaden haben, ich möchte nicht immer zweifeln, ich möchte im Privaten auch ankommen, ne? Und das hier mit ganz viel Harmonie und mit ganz viel Balance und Stabilität, mit der Wunscherfüllung, ne? Und Komplikationen dürfen dann auch schicksalhaft rausgehen, weil es kommen die neuen Entscheidungen, ne? Neuen Wege. Es geht hier alles raus, was uns dahingehend auch vielleicht auch auf der Seite partnerschaftlich gesehen, ne? Dass wir da auch nie angekommen sind bis dato. Weil uns alles, wir haben einfach so Verstrickungen in uns, die wir uns diese Woche wirklich mal anschauen sollten, ne? Weil wir möchten definitiv uns transformieren. Wir möchten in die Veränderung gehen. Definitiv, ne? In jeglicher Hinsicht. Und das Thema, was euch jetzt wirklich so, ich sage jetzt mal, auch als erstes in den Kopf kommt, ob es in der Liebe ist, im Beruf ist, etc. pp., das ist das Wichtigste, das zuerst wirklich anzusehen, ne? Das ist auch so ein Punkt. Ein Schritt nach dem anderen. Es bringt auch nicht, jetzt die Welt bei euch jetzt komplett zu verändern, sondern macht jeden Schritt so, wie es halt passt. Weil dann kommt ihr auch raus. Ne? Gespräche helfen euch auch. Ne? Auch aus diesen Isolationen oder wenn auch Themen, ich sage es mal, Berufe mit Behörden sind. Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Hier ist wichtig zu kommunizieren. Ganz, ganz ultra wichtig. Weil dann kann das Alltagsglück auf Seelenebene mit dem Herzen auch kommen. Auch mit Partnerschaft oder Verbindung, das, was ihr euch vertraglich oder verbindungsmäßig zu Menschen wünscht, dann kann das alles kommen. Aber der Dreh- und Angelpunkt ist jetzt hier eure Transformation halt auch. Und da, wie gesagt, für mich ist das alles in eurem Bewusstsein schon drin. Nur diesen Schritt zu machen und dieses in Anführungsstrichen vielleicht auch mal unbequem zu sein, das ist jetzt für diese Woche essentiell wichtig, ne? Nicht immer alles annehmen, nicht immer sagen, okay, das ist dann halt so, da muss ich dann halt so durch. Nein, du kannst ganz viel verändern, wenn du bei dir auch anfängst, wenn du bei dir deine Themen anschaust, und dann kann so viel Schönes auch in Anführungsstrichen noch auf dich zukommen. Du kannst noch so viel realisieren, so viel machen, so viel Partnerschaft leben hier auch. Wir haben in der Diagonale mit dem Herzmenschen hier Wachstum, Neustart. Mit der Kommunikation, mit der Nachrichtenkarte, mit Treffen und das wirklich, dass es dann auch zu einer Partnerschaft kommt mit ganz viel Liebe. Und hier ist es so, dass es sein kann, dass ihr gerade auch, ne, ich sage ja manchmal auch wirklich getrennt seid, ne, weil die Sense schlägt auch in die Partnerschaftskarte rein. Letztendlich geht es darum, neue Wege zu finden. Genauso hier, wie du dich transformierst, ist es auch auf dieser Ebene wichtig, neue Wege zu finden, ne? Dann können hier positive Nachrichten auch kommen und dann kann die Stabilität mit der Wunscherfüllung auch kommen, ne? Dann können Komplikationen auch rausgehen, schicksalhaft, und dieser ganze Veränderungsprozess im, ich sage ja immer, wie im Innen, so im Außen. Und das ist super, super wichtig für diese Woche. Ihr Lieben, sorry, dass ich am Anfang einen kurzen Cut machen musste hier, aber ich denke, ihr verzeiht mir. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine ganz, ja, ganz, ganz großartige, auch, ja, ich sag mal, Me-Time-Woche, ne? Also sprich, schaut euch wirklich an im Innen und übertragt es für euch auf die Außensituation auch, weil dann kann es ins Fließen kommen. Aber erstmal ist wichtig, bei euch im Innen auch aufzuräumen, zu klären, mutig zu sein, vielleicht auch, ne, kommt mir gerade so. Aber das ist diese Woche hat das große Priorität, ne? Ihr seid in so einem tollen Prozess da und nimmt es auch wirklich an. Es ist langsam aber sicher dann auch in allen Themen, die euch dann letztendlich auch wichtig sind, da in den Fluss kommt und das so realisieren könnt, wie ihr möchtet. Und ihr müsst es nicht so annehmen, wie es ist, nur um everybody's darling zu sein oder um wirklich,
ja, ich sag mal, niemanden vom Kopf zu stoßen und. Nein, ihr seid wichtig. Euer Glück ist jetzt wichtig. Dicken, fetten Drücker. Und wie gesagt, eine schöne Woche. Denkt an euch diese Woche ganz doll. Ne? Geht in diesen Veränderungsprozess, in die Transformation. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Wochenorakel wiederhören. Bis dann. Tschüss.